Wir folgen hier der Route der Aéropostale. Die haben Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry und Paul Vacher von Toulouse bis Santiago de Chile und hier bis nach Rio Gallegos in Patagonien zurückgelegt. Geschwindigkeit 250 km pro Stunde, Höhe 140 Meter über dem Atlantik. Der Pilot Hervé Berardi wollte immer mehr als einfach nur die Handelsrouten von einem Ende des Planeten zum anderen nachzufliegen. Und so hatte er 2007 die Idee für eine Rallye, die Latécoère Aéropostale. Über sich selbst hinauswachsen, es anderen beibringen, gegenseitiger Respekt. Für solche Werte stehe ich und wegen eben dieser Werte veranstalte ich alljährlich die Latécoère Rallye im Gedenken an die Pioniere. Deshalb fliege ich diese Route auch nach 20 Jahren noch immer mit so viel Leidenschaft. Diese Leidenschaft hat sich mit der Zeit weiterentwickelt. Anfangs war das eine Art Heldentat. Wir wollten unbedingt die Route nachfliegen. Heute hat das für mich etwas viel Philosophischeres. Das ist doch echt egal. Ab Buenos Aires macht die Rallye nach 2 Tagen Zwischenstopp in San Antonio Oeste. Hier ist die Ankunft der Besatzungen immer das Ereignis des Jahres. Willkommen in San Antonio in Patagonien, Argentinien. Im Luftfahrtclub Antoine de Saint-Exupéry erinnert man sich auch an die Pioniere, als die alten Flieger vom Himmel schwebten und Neuigkeiten brachten. Das war Ende der 20er Jahre, damals eine Revolution. Zu der Zeit gab es noch keine anderen Kommunikationsmöglichkeiten, weder Telefon noch Internet. Und da transportierte das Flugzeug Neuigkeiten innerhalb eines einzigen Tags. Die Menschen wollten wissen, was in den Großstädten wie Bahía Blanca oder Buenos Aires vor sich ging. Dort, wo die politischen Entscheidungen gefällt wurden. Und das hat ihr Leben verändert. Plötzlich waren sie auf dem Laufenden. Bevor Abel sich für die Geschichte seiner Stadt interessierte, las er zunächst die Himmelskarten. Er nimmt uns mit in ein Arbeiterviertel, genauer gesagt auf ein Stück Brachland. Nur eine Mauer erinnert daran, dass hier an einem Novembertag 1929 Antoine de Saint-Exupéry landete und die Luftpostlinie nach Feuerland einweihte. Die Menschen in der Stadt kennen die Geschichte der Aéropostale genau. Sie wissen, dass hier mal eine Flughalle stand und Antoine de Saint-Exupéry landete. Denn das Viertel, wo früher der Hangar stand, heißt Aéropostal Argentina. Das sagt Ihnen irgendwo noch was. Dabei wäre es hochinteressant. Dass ihr Leben anders wurde, verdanken die Argentinier Marcel Bouilloux Lafont. Der Bankier machte sein Vermögen mit der Finanzierung großer Bauarbeiten in Brasilien und Argentinien. 1927 kauft er die von Pierre-Georges Latécoère gegründete Fluglinie und tauft sie auf ihren bis heute bekannten Namen. Aéropostale. Unter seiner Führung entsteht ein riesiges Netzwerk. Der Pilot Paul Vacher erschließt den Kontinent auf der Suche nach Neuland. Hangars werden gebaut, Flugzeuge aus Frankreich gebracht. Innerhalb von 2 Jahren dehnt sich die Luftpostlinie von Natal in Brasilien bis nach Rio Gallegos in Santiago de Chile aus. Die Menschen sind begeistert. Südamerika hat nun eine Direktverbindung zum alten Kontinent. Heute sind die Flugbedingungen optimal. Der Flug ist sehr ruhig, wir haben Rückenwind und kommen schnell voran. Das ist für diese Region eher ungewöhnlich. Die Winde wehen hier normalerweise sehr stark. Diese Südroute, vom Pampero durchweht, dem kalten, trockenen Wind Patagoniens, fliegt man heute nur noch bei der Latécoère Aéropostale Rallye. Die Geschichte der Fluglinie ist nicht nur rein französisch. Landung in Puerto Santa Cruz, 2300 Kilometer südlich von Buenos Aires.
Nach einem problemlosen 2,5-Stunden-Flug rangieren die Flugzeuge auf dem Rollfeld. Gut, das war gut. Guter Flug. Bei Bruno verlief die Ankunft heikel. Eine Bremsscheibe brach bei der Landung. Ich habe den Mechaniker gerufen, mal sehen, was der meint. Wir schrauben was in den Schlauch und verstopfen den Bremskreislauf. Das muss alles raus, aber das Rad hier hat dann keine Bremse mehr. Haben wir was zum Zustopfen? Oh, da finden wir was, kein Problem. Das kann man zuschrauben. In der Zwischenzeit hat sich das Empfangskomitee aufgebaut. Herzlich und durchaus beachtlich für eine 3000-Seelen-Stadt. Gegründet wurde Puerto Santa Cruz 1908 und hat, wie alle Orte in der Region, auch einen Flugverein. Wer in Patagonien baut, der planiert auch eine Landebahn. So konnte unsere Gemeinde sich weiterentwickeln. So konnte unser Flugverein, der direkte Nachfolger der alten Aeropostal, die großen Viehzuchtfarmen erreichen. In der Region um die Stadt gibt es über 40 Estancias, Rinderfarmen, und somit auch über 40 Pisten, damit diese Estancias auch jeden Tag ihre Post kriegen. Bernard Baquier, Pilot und Historiker der Rallye, geht los zum Regionalmuseum auf der Suche nach dieser glorreichen Vergangenheit der Luftfahrt. Spuren gibt es nur noch wenige. Einige Fotos in einer Vitrine. Sie wissen nicht, wer die Piloten auf dem Foto sind. Nein, aber aufgenommen wurde es hier. Da könnte der Pilot Luro Cambaceres dabei sein. Ja, möglicherweise. Danke, dass Sie die Erinnerung wachhalten. Überall, wo die Aeropostal ihre Zwischenstopps einlegte, sollte es auch solche Orte der Erinnerung geben. Diese kleinen Museen entlang der Flugroute sind vor allem auch Werkstätten, Orte, sich zu erinnern und zu reparieren, mit Bordmitteln. Die Archive sind bei weitem noch nicht alle ausgewertet. Es mangelt am politischen Willen. Man weiß nicht genau, wer was hat. Also werden die Organisatoren der Rallye das wohl selbst in die Hand nehmen. Die andere Bremse ist okay. Nur noch auftanken. Das Problem mit der Bremsscheibe ist behoben. Zeit, sich wieder in die Lüfte zu schwingen. Hier befinden wir uns an der Spitze Südamerikas. Mermoz kam aus Europa und diese Region war sein Ziel. Diese Landspitze mit dem Leuchtturm. Alvaro Barros ist Kardiologe, doch sein Herz schlägt für das Fliegen. Und er ist Botschafter für die Rallye in seiner Heimatstadt Natal. Wir werden den Traum am Leben erhalten und alles dafür tun, dass alle Piloten, alle Fans und Flugbegeisterten diesen großen Traum der Aeropostal nachleben können. Natal, das Tor zu Südamerika. Am 13. Mai 1930 landet hier Jean Mermoz am Steuer seiner Laté 283 auf dem Fluss bei der Stadt. Ihm gelang der erste kommerzielle Non-Stop-Flug über den Südatlantik. Anstatt der Flugzeuge sieht man heute hier brasilianische Kriegsschiffe. Der alte Hangar der Aeropostal aber steht noch immer mitten auf der Basis, tadellos gepflegt. Aber bis auf die Soldaten ist da niemand, der die Ruhe des Ortes stört. Ich kommandiere diese Basis seit anderthalb Jahren. Ihr seid die Einzigen, die etwas über die Geschichte der Aeropostal wissen wollen und auch noch über die von der Air France. 2015 haben wir den 85. Jahrestag der Atlantiküberquerung gefeiert. Einige Nachkommen der Piloten waren da, aber irgendwie stößt das auf wenig Interesse.
Und doch versprach die Regierung Brasiliens vor einigen Jahren, ein Museum für die gemeinsame Geschichte von Natal und der Luftfahrt einzurichten. Seither aber herrscht Funkstille. Die Idee verlief im Sand. Im Rathaus von Natal wollen Alvaro und seine Truppe Druck auf den Bürgermeister ausüben, um das Projekt in Partnerschaft mit der Rallye wieder in Schwung zu bringen. Wir sind in offizieller Mission hier. Zum ersten Mal empfängt uns der Bürgermeister von Natal, um die Geschichte unserer Stadt zu würdigen. Und der Bürgermeister antwortet, eben wie ein Bürgermeister. Sie haben das Privileg, in einem schönen Land zu leben, mit der schönsten Stadt der Welt, Paris. Nach meiner Meinung ist Paris die schönste Stadt der Welt. Nach dem Ende des Treffens fragen wir das Stadtoberhaupt, was er denn nun zu tun gedenkt. Ich werde mit der Tourismusbeauftragten besprechen, wie wir zu diesem Projekt einen möglichst effizienten Beitrag leisten können. Von oben gesehen wird schnell klar, warum der Bürgermeister keinen Cent auf das Kulturerbe gibt, das den Tourismus in seiner Stadt voranbringen soll. Es gibt Dutzende Kilometer Strand. Das verkauft sich besser als alte Fotos in einem Museum. Und doch sehen einige das offenbar anders. Auf nach Florianopolis. Florianopolis ist eine der Touristenhochburgen Brasiliens. Die Insel besitzt um die 40 Strände für Touristen, Surfer und andere Besucher aus aller Welt. Kein Grund also, Natal um irgendetwas zu beneiden. Außer, dass hier der Sand die Relikte des vergangenen Jahrhunderts nicht verschlungen hat. Ich will hier mit Leuten aus Frankreich das Haus der Piloten besuchen. Dieses gemeinsame Essen veranstalten sie schon ewig. Heute sind es die Großmütter im Viertel. Vor einem Jahrhundert waren es die Piloten der Aeropostal. Doch es gibt eine große Neuigkeit. Das Gebäude wurde gerade als Denkmal eingestuft. Neu ist unser Interesse nicht. Für diesen Ort interessieren wir uns schon seit Jahren. Den Raum hier wollen wir restaurieren. Aber am wichtigsten für Florianopolis ist es, dieses Kulturerbe zum Zwischenstopp einer neuen internationalen Flugroute zu machen. Es gibt noch viel zu tun, um es wieder instand zu setzen. Doch ein Palast war der Ort ohnehin nie. Die Küche, hier grillte man immer den Fang der Fische aus dem Ort. Und dann die Schlafsäle für Ruhepausen zwischen den Flügen. Die wenigen erhaltenen Fotos zeigen bei allen Zwischenstopps den gleichen spartanischen Komfort. Die Piloten und die Mechaniker sahen sich meist als Arbeiter. Das Leben der Jungs von der Aeropostal ist das gemeinsame Erbe von einem Dutzend Länder. Und dieses Erbe will die Rallye erhalten. Sie will die Flugroute als Weltkulturerbe anerkennen lassen. Augenfällig und für die UNESCO wichtig ist der Begriff der Gemeinschaft. Was geschieht im Umfeld dieser Geschichte? Okay, da ist die Geschichte, das Erbe. Aber was bedeutet das für heute und in Zukunft? Was tut man heute dafür, dass diese Geschichte auch morgen noch fortdauert? Diese Rallye, diese ausländischen Piloten, die auf brasilianisches Territorium kommen und nach Südamerika, damit kann man Kundgebungen organisieren, neue Begegnungsstätten aufbauen und die Vereine und Institutionen zusammenbringen. Wir verlassen den brasilianischen Luftraum und stoßen wieder zur Latécoère-Rallye. Die Flugzeuge sind unterwegs nach Süden, in Richtung Rio Gallegos. Sie haben die Salzseen überflogen und Bahia Blanca. Sie berührten die Wellen vor den Klippen von Punta Lobos. Und zogen an den Algenfeldern des Rio Grande vorbei. Und das beinahe unter den gleichen Bedingungen wie die Pioniere von einst. Alles hier an Bord hatten die Piloten nicht.
So einen Kompass. Diesen Kompass, der uns die Richtung weist, hatten die Piloten nicht. Dann den künstlichen Horizont. Damit können wir blind fliegen. Das gab es damals nicht. Wenn ein Pilot in die Wolken flog, verlor er den Bezug zum Boden. Und seine Lebenserwartung sank auf circa 1,5 Minuten. Die Lebenserwartung in den Wolken ohne dieses Instrument liegt bei circa 1,5 Minuten. Rio Gallegos liegt am Ende dieser Fluglinie. Saint-Exupéry gründete sie und wurde ihr erster Chef. In dem Häuschen am Rand der Piste meint man noch seine Anwesenheit spüren zu können. Antoine, bist du da? Hier ruhten die Piloten sich aus. Vielleicht gedachten sie auch ihrer im Dienst umgekommenen Kameraden, die zu jeder Tages- und Nachtzeit Post zustellen wollten. Diese Vermissten, Piloten, Mechaniker, Funkingenieure, es sind über 100. Sie machten die Aeropostale zur Legende. Man redet immer von der Religion, vom Mythos Luftpost. Ich denke, das hat man im Nachhinein so interpretiert. Die Piloten stellten keine großen Fragen. Man musste es einfach machen. Das war halt ein Job. Und es gefiel ihnen, die Ersten zu sein. Wenn damals mal ein Postflugzeug kam, war das immer etwas Besonderes. Da strömten die Menschen immer zum Flughafen und wollten, dass die Piloten ihre Autogramme auf den Umschlag schrieben. Immer wenn die Rallye hier vorbeizieht, strömen die Menschen wieder zur Flughalle. Heute sind auch Kinder da. Sie sollen ein Buch bekommen, als Andenken. Der kleine Leo lebt in Frankreich, in Toulouse. In der Scheune seines Großvaters findet er einen Überseekoffer. In diesem Überseekoffer steckt der Overall eines Mechanikers von der Aeropostale. Daneben liegt ein Brief an Camilla. Und Camilla wohnt in Rio Gallegos. Deshalb ist Leo mit den Flugzeugen der Latécoère Rallye hierher gekommen und bringt Camilla diesen Brief. Misa, Mittwoch. Es regnet in Toulouse. Mama sagt, wenn es regnet und wenn es windig ist, dann bleibt man zu Hause. Mit dieser Aktion wollten wir einen Schwerpunkt auf das Schriftliche legen. Denn eigentlich begann die Geschichte ja mit einem Stück Papier, einem Brief, der über die ganze Flugroute transportiert wurde. Für diese Post riskierten die Piloten ihr Leben. An diese Geschichte wollten wir anknüpfen und haben uns ein Dokument ausgedacht, das man überall lesen kann. In Europa genauso wie in Afrika, Brasilien, Argentinien, Uruguay oder Chile. Dieses Buch wird also auf allen Etappen der Flugroute verteilt. Den jungen Generationen ein Erbe weiterzugeben, ihr Erbe, ist das andere Ziel der Rallye, die nun zu Ende geht. Ein letzter Check-up. Die Besatzungen machen sich auf in Richtung Ende der Welt, zur legendären Piste von Ushuaia. Ich fülle Hydrauliköl nach, damit das Fahrwerk funktioniert und wir keinen Ärger kriegen. Was du heute mit deinem Flugzeug tust, deiner tollen Cessna, hättest du das damals mit der La T25 von den Helden wie Saint-Exupéry und Mermoz auch getan? Warum nicht, wenn du der Pilot bist? Nein,
Es gibt einen Platz in der LAT-25 für den Piloten mit dem Kopf an der frischen Luft. Und der Mechaniker? Der Mechaniker war in der Kabine. Ich setze mich in die Kabine und du bleibst mit dem Kopf im Freien. Ich mache diese Rallye aus mehreren Gründen. Zunächst erinnere ich dadurch an die Geschichte meines Landes und die Menschen, die diese unermesslichen Weiten eroberten. So lerne ich etwas über die Geschichte der Städte und ihren Aufstieg. Die Rallye zeigt einen wichtigen Teil dessen, was den Süden Argentiniens ausmacht. Und ich habe noch einen anderen Grund, nämlich den französischen, schweizerischen und portugiesischen Piloten zu erzählen, was sie über unsere Vergangenheit und unsere Flugrouten wissen wollen. Der Anflug auf Ushuaia ist für die Piloten ein ganz besonderer Augenblick. Wegen des schwierigen Wetters in diesem Teil der Welt, kaum 150 Kilometer vom Kap Horn entfernt. Bis zu diesem Zwischenstopp hat die Latécoère Aeropostale Rallye es noch nie geschafft. Die Flugzeuge nutzen eine kurze Schönwetterphase. Nach dem Gebirge schwenken wir auf den Korridor des Beagle-Kanals entlang der Grenze ein. Links liegt Chile, rechts Argentinien. Obligatorische Höhe 2000 Meter vor dem Anflug aufs Ziel. Für einen Augenblick vergessen die Piloten die Rallye und sammeln Eindrücke, an die sie sich noch lange erinnern werden. Für die Besatzungen der Rallye heißt es nun, zurück nach Europa. Für Hervé Berardi dagegen heißt es, Mission erfüllt. Und doch, rückblickend, sind es nicht die Fragen zur Luftfahrt, die ihn umtreiben. Ich würde mir wünschen, dass die Piloten dieses Erlebnis in Erinnerung behalten. Diese Offenheit gegenüber dem anderen, diesen Geist der Offenheit, des Teilens, des gegenseitigen Verständnisses. Das Wichtigste an der Rallye sind Offenheit und gegenseitiges Verständnis. Diese Geschichte hat einen Sinn. Als Pierre-Georges Latécoère diese Linie gründete, wollte er die Menschen, Länder und Kontinente miteinander verbinden. Starke Verbindungen brauchen wir auch heute wieder. Deshalb sollte die Flugroute durch die UNESCO anerkannt werden. Hervé Berardi hat die Zusage, dass die UNESCO die Schirmherrschaft übernimmt. Ein erster Schritt hin zur Anerkennung der Flugroute als immaterielles Weltkulturerbe. Im nächsten Jahr wird er wieder fliegen, das Werk der Pioniere am Leben erhalten, gegen das Vergessen ankämpfen und seine Geschichte fortschreiben. Dank seiner Rallye sind von Mal zu Mal etwas mehr Menschen aus drei Kontinenten mit dabei.